allein zu Haus. Was tu ich hier? Ich wähle deine Nummer und seh dich von mir. Mit jedem Ton vom Telefon wird die Entfernung kleiner zwischen mir und dir. Dann hebst du ab und meldest dich, und jedes Wort von dir klingt so vertraut für mich. Ich sage Hallo, ich ruf dich an, aus einem Grund, den ich nicht leicht erklären kann. Ich wollte nur mal mit dir reden. Ja, ich wollte nur mal deine Stimme hören. Ich wollte nur mal mit dir reden und dir sagen, dass ich gerade an dich denk. Kein Namenstag, kein 1. Mai, auch dein Geburtstag ist schon ziemlich lang vorbei. Kein Osterfest, kein Erntedank, und es ist Gott sei Dank auch keiner von uns krank. Kein Jahrestag und kein Advent und keine Neuigkeit, die auf den Nägeln brennt. Ich ruf dich an, ganz einfach so. Ich dachte, ich sag dir mal eben kurz Hallo. Ich wollte nur mal mit dir reden. Ja, ich wollte nur mal deine Stimme hören. Oh ja. Ich wollte nur mal mit dir reden und dir sagen, dass ich manchmal von dir träum. Ich wollte nur mal mit dir reden. Ja, ich wollte nur mal deine Stimme hören. Ich wollte nur mal mit dir reden und dir sagen, dass ich gerade an dir.